Siebenbürgen ist bekannt als das Land jenseits der Wälder, wo deutsche Kolonisten bereits unter dem ungarischen König Geza II. Das fruchtbare Hochland besiedelten. Die Siedler aus dem Rheinland und dem Moselgebiet, aus Franken, Bayern und anderen süddeutschen Landen ließen sich als freie Bauern auf dem sogenannten Königsboden nieder und bewahrten die Privilegien bis ins späte 18. und 19. Jahrhundert, auch unter österreichischer Herrschaft. Selbst als Siebenbürgen nach dem Ersten Weltkrieg ein Teil Rumäniens geworden war, hielten Siebenbürger Sachsen unbeirrt an ihrer Kultur fest. Die Siebenbürger Sachsen siedelten auf einem etwa 30.000 Quadratkilometer großen Gebiet mit eigenständiger Selbstverwaltung. Das in sich weitgehend geschlossene Siedlungsgebiet zählt ursprünglich 241 deutsche Ortschaften. In der Mehrzahl kleinere und größere Dörfer, wenige Marktflecken und sieben Städte. Der Großteil der Siebenbürger Sachsen, rund 250.000, ist nach dem Zweiten Weltkrieg in mehreren Schüben in die Bundesrepublik Deutschland, nach Österreich und nach Übersee ausgewandert. Die in der geschichtlichen Konsequenz der entscheidenden Auswanderungswelle begann Mitte der 70er Jahre und dauerte bis 1990 an. Die Siebenbürger Sachsen haben mit ihrem reichen Kulturgut ihr Siedlungsgebiet über Jahrhunderte geprägt. Sie begriffen sich selbst und ihre Leistung stets als Teil der gesamtdeutschen Kultur. Von ihren andersstämmigen Minderheiten wurden sie auch seit jeher den Deutschen zugeordnet. Das angekündigte Große Sachsen-Treffen 2017 in Hermannstadt soll diese Zugehörigkeit noch einmal untermauern. Ja, nach der langen, langen Autofahrt bin ich dann endlich angekommen in Hermannstadt. Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Da komme ich unglaublich gerne hin. Und da dann schon zu sehen, wie viel schon aufgebaut ist. Der große Ring ist schon voll mit den Buden. Überall sind Leute. Man hört überall, dass Deutsch gesprochen wird. Ganz viel Sächsisch wird gesprochen. Und wenn man durch die Straßen läuft, trifft man schon ganz viele alte, altbekannte Gesichter. Und das war wirklich dieses tolle Gefühl, wieder ein bisschen zu Hause anzukommen und sich direkt wohlzufühlen vom ersten Augenblick an. Und dann sich was auf die Hand mitnimmt, ein bisschen durch die Straßen schlendert, sich ein bisschen umschaut und da schon mal sieht, wie vorbereitet wird für das Sachsen-Treffen, wie die Leute am Aufbauen sind. Und es ist so ein bisschen diese Anspannung in der Luft, aber auch ein bisschen diese Vorfreude. Man weiß, da kommt jetzt was Großes und man weiß, es kommen so viele Leute. Wie wird es wohl sein? Wie wird das Programm ankommen? Und das ist einfach diese super positive Anspannung, die in der Luft lag. Und da war ich direkt angesteckt. Mit einem Platzkonzert von Amazonas Express begann bei sommerlichen Temperaturen ein besonderes Fest für alle Sinne. Tausende junge Menschen bewegten sich über den Tag hinweg durch die Gassen der Innenstadt von Hermannstadt. Sie alle sind nach Siebenbürgen gekommen, um in der Heimat ihrer Vorfahren bei einem historischen Sachsentreffen mitzumachen. In Hermannstadt fand vom 4. bis 6. August 2017 das 27. Sachsentreffen statt. Es stand unter dem Motto »In der Welt zu Hause, in Siebenbürgen daheim«. Schätzungen der Organisatoren zufolge reisten 12.000 Siebenbürger Sachsen allein aus Deutschland an, über 200 aus Österreich und mehrere hundert aus den USA und Kanada, um sich in der historischen Haupt- und Hermannstadt Siebenbürgens mit ihren Landsleuten zu vereinen. Es war das größte Sachsentreffen aller Zeiten in Rumänien. Die Begegnungen mit ihren noch etwa 12.000 in Siebenbürgen lebenden Landsleuten werden in den folgenden Tagen und Wochen in 66 Gemeinden weitergeführt. Beim diesjährigen Sachsentreffen ging es um die Stärkung der Gemeinschaft, aber auch darum, die nicht in Siebenbürgen geborene Jugend mit der Frage zu konfrontieren, was für sie Heimat, Gemeinschaft und das Bewahren der siebenbürgisch-sächsischen Identität bedeutet. Das Sachsentreffen findet seit 1991 statt. Es ist ein kulturelles Ereignis mit Volksfestcharakter, das jedoch durch seine Vorträge stets auch Fragen der siebenbürgisch-sächsischen Existenz in Vergangenheit und Gegenwart aufwirft. Welche Aussichten gibt es für das zukünftige Bestehen einer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft und wie kann deren Kulturerbe erhalten werden?
Diese Frage beschäftigt nicht nur die heute noch im Karpatenbogen lebenden Deutschen, sondern in gleichem Maße auch die Siebenbürger Sachsen in anderen Ländern. Bei diesen kommt noch die Frage hinzu, wie sie die Verbindung zu Siebenbürgen aufrechterhalten können und vor allem, wie die Jugend auch in Zukunft zu dem Land der Herkunft ihrer Eltern stehen wird. Die hohe Präsenz ist ein Zeichen der Solidarität, des Gemeinschaftssinns und des grenzüberschreitenden Zusammenhaltens. Die Idee für dieses bisher einzigartige Sachsen-Treffen wurde von Hans Gärtner, dem Vorsitzenden des HOG-Verbands in Deutschland, in die Welt gerufen. Die organisatorische Verantwortung trug das Siebenbürgen-Forum in Rumänien. Als eine der ersten, im 12. Jahrhundert von deutschen Siedlern gegründeten Niederlassungen, ist Hermannstadt der ideale Ort für ein Fest der Begegnung. Bei seiner Ansprache sagte Hans Gärtner, die Sachsen aus Deutschland, Österreich und Übersee sind ins Land ihrer Wurzeln gekommen, um hier ihre siebenbürgische Seele zu streicheln. Symbolisch lädt der rumänische Staatspräsident Klaus Johannes seine ausgewanderten Landsleute ein, Hermannstadt als Heimat wiederzufinden. Uns, die wir in verschiedenen Ländern leben, verbindet das Land Siebenbürgen. Der Jugend ein Dankeschön, wie ihr hier so zahlreich gekommen seid. Ihr sollt im Mittelpunkt des Festes sein. Tragt die Heimat Siebenbürgen im Herzen. Besucht sie, lernt sie kennen, steht zu ihr. Nach dem Auftakt der Volkstanzveranstaltung auf dem Großen Ring ist es ein schönes Gefühl zu sehen, dass eine Veranstaltung, über die man jahrelang nachgedacht und gesprochen hat, Gestalt annimmt. Auch erwarten die Besucherinnen und Besucher verschiedene Ausstellungseröffnungen. Neben einer Gemäldeausstellung von Michael Lassel werden Reformations-, Kirchenburgen- und Schulausstellungen gezeigt. Stadtführungen bieten das ganze Wochenende die Gelegenheit, Hermannstadt kennenzulernen. Alle sind sich einig, das Sachsentreffen 2017 in Hermannstadt wird unvergesslich werden. Der Trachtenumzug durch Hermannstadt startete auf dem Hüttplatz und endet mit einem Aufmarsch auf dem Großen Ring. Danach konnten sich die Gäste an Volkstänzen und Blasmusik erfreuen. Unter anderem konnten Kinder von 7 bis 12 Jahren ein Theaterstück besuchen und danach einen Blick hinter die Kulissen des Gong-Theaters werfen. Eine Lesung von Dagmar Zink, die Vorstellung der Stiftung Kirchenburgen mit Bischof Reinhard Guib und die Verleihung des Ernst-Habermann-Preises vervollständigten das Programm. Nachdem ich in den Vorstand des HOG-Verbandes gewählt wurde, war eigentlich meine erste Idee, genau so ein Treffen, ein Sachsentreffen für alle Sachsen nochmal in Siebenbürgen zu organisieren. Im Prinzip mit dem gleichen Ziel, den Sachsen nochmal die Heimat, wenn man so will, näher zu bringen. Sie kennen sie alle schon und die meisten sind hier aufgewachsen. Aber wenn sie dann nochmals nach Hause kommen, dann hat es eine ganz andere Qualität und Emotionalität, die es sonst, wenn man sich trifft in Deutschland, Österreich, USA, egal wo, die Qualität hat es nicht. Und das Zweite war natürlich, dass wir unseren Kindern das nochmals zeigen, wo wir alle geboren sind und wo ihre Eltern, ihre Großeltern herkommen. Und aus dieser Erfahrung heraus von meinem letzten Sachsentreffen war es mir klar, dass auch dieses Sachsentreffen, im Prinzip egal wie wir es gestalten, es wird was ganz Besonderes werden. Ich bin beeindruckt, dass sich der Große Ring als zu klein erweist, leitet Staatspräsident Klaus Johannes seine Ansprache am Samstagvormittag ein. Aber vor allem freue ich mich, dass ich neben den Vertretern der älteren Generation auch viele Jugendliche und Kinder erblicke. Ganz gleich, wie weit weg ihr von der einstigen Heimat lebt, bringen uns diese unersetzbaren Schätze Siebenbürgens wieder zusammen. Erzählt euren Kindern und Enkelkindern vom Land der Siebenbürgen, fordert er auf. Ermutigt sie, die Werte, die uns bekannt, beliebt und respektiert gemacht haben, zu kennen, zu schätzen und sich anzueignen. Von hier, aus Hermannstadt, das vor 10 Jahren eine der beliebtesten und meistgeschätzten europäischen Kulturhauptstädte gewesen ist,
fordere ich euch auf, euren Kindern und Enkelkindern vom Lande der sieben Burgen in unserer Muttersprache zu erzählen. Ermutigt sie, die Werte, die uns bekannt, beliebt und respektiert gemacht haben, zu kennen, zu schätzen und sich anzueignen. Er hat sehr, sehr klar gesprochen, dass die Deutschen ausgewandert sind und dass sie gerne wieder zurückkommen und dass sie die Wurzeln den Enkel und Überenkel zeigen sollten, wo sie geboren sind, dass sie wissen, woher ihre Wurzeln stammen. Leider haben die totalitären Regime des vergangenen Jahrhunderts die Freiheit und die Identität der Siebenbürger Sachsen sowie der anderen Minderheiten und der rumänischen Mehrheit fast bis zu ihrer Auslöschung in Frage gestellt. Die letzten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts haben Rumänien um seine Schätze und seine Eliten gebracht. Seine Bestrebungen, die sich auf die Werte der europäischen Demokratie gestützt hatten, zunichte gemacht. Für die Siebenbürger Sachsen kamen auch noch Deportation und Ausgrenzung nach dem Zweiten Weltkrieg hinzu, wie auch die Beschlagnahmung des Bodens, den sie jahrhundertelang gearbeitet und für den sie gekämpft hatten. Eine Folge dieses Prozesses, für den das kommunistische Regime die Verantwortung trägt, ist die Spaltung unserer Gemeinschaft, die schmerzhaft sowohl von den Ausgewanderten als auch von den Hiergebliebenen empfunden wird. Danke dem Herrn Präsidenten für diese Worte. Die Teilnahme seiner Exzellenz an unserer Veranstaltung sehen wir als ein Zeichen der Verbundenheit mit den Siebenbürger Sachsen. Nun bitte ich ans Mikrofon Frau Astrid Vodel, die Bürgermeisterin von Hermannstadt. Als Bürgermeisterin der Gastgeberstadt, vor allem aber als Hermannstädterin, freut es mich sehr, Sie alle bei diesem großen Sachsenfest zu begrüßen. Ich bin sehr froh, dass die Zahl jener, die sich unserer Gemeinschaft zugehörig fühlen, so groß ist. Ganz gleich, ob sie im Land wohnen, im Ausland oder Pendler sind zwischen der alten und der neuen Heimat. In den Ansprachen werden immer wieder die grenzüberschreitende Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen und das friedliche Miteinander der Ethnien als beispielgebende und brückenbauende Werte für ein gemeinsames Europa erwähnt. Im Stadtzentrum von Hermannstadt wurden Verpflegungsstationen mit Sitzplätzen für ca. 15.000 Personen eingerichtet. So wurde das Sachsentreffen zu einem schönen Begegnungsfest, ohne lange Wege gehen zu müssen. Zusätzlich wurden zu den vorhandenen Restaurants kulinarische Stationen am Großen und Kleinen Ring am Hüttplatz und in der Harteneckgasse aufgestellt. Auf diesen Plätzen wurde zu bestimmten Zeiten Blasmusik gespielt. Wie ich ankam nach Hermannstadt, waren nur die Tänze noch, das andere war schon alles vorbei. Die Begrüßungen waren schon alles vorbei, aber die Tänze habe ich noch miterlebt. Das war sehr rührend, angreifend, weil ich mich erinnert habe an die Vergangenheit. 3 Tage lang tobt das Leben in und um Hermannstadt, vor allem auf dem Großen Ring. Abends bis spät in die Nacht entfesselt sich dann ungehemmt die siebenbürgische Seele. Vor dem Rathaus tanzen Jugendliche ausgelassen zu Schlagern und Oldies. Es war ein unglaublich bewegendes Wochenende in Hermannstadt, wo die siebenbürgische Identität in ihrer umfassenden Form ausgelebt wurde. Und
Mit der übersichtlichen Web-App von siebenbürger.de konnte man mit dem Smartphone Ausstellungen, Events und Attraktionen des Sachsentreffens sehr gut finden. Eine der interessantesten Ausstellungen des Sachsentreffens war die Hermann-Obert-Ausstellung im Bruckenthal-Gymnasium. Hermann Obert entstammte einer Familie aus der Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen. Er gilt als einer der Begründer der wissenschaftlichen Raketentechnik. Oberts Arbeiten bildeten die Grundlage für die erste Generation von deutschen Raketentechnikern und Raumfahrtpionieren. Einer der bekanntesten davon ist Werner von Braun, mit dem er ab 1929 zusammenarbeitete. Robert Adams betonte in seiner Eröffnung, es sei eine bleibende Aufgabe, das wissenschaftliche Vermächtnis von Hermann Obert wachzuhalten. Auf dem Weg zu den Ausstellungen und Stadtführungen konnte man sich an jeder Ecke mit leckerem Gebäck stärken. Dazu wurde im Herzen Hermannstadts überall Musik gespielt, wo gut gelaunte Menschen ein unvergessliches Fest der Begegnung feierten. Mit der ersten Einwanderungswelle deutscher Siedler nach Siebenbürgen im 12. Jahrhundert begann eine auf dem europäischen Kontinent wohl einzigartige Entwicklungsgeschichte einer Gemeinschaft, die nach der Jahrtausendwende unweigerlich dem Verfall entgegengeht. Ein dichtes Netz an Wehrkirchen und Kirchenburgen überzieht das Land im Karpatenbogen. Die Siebenbürger Sachsen hatten nicht nur 43 Türkeneinfälle zu überstehen, sie mussten ihre kulturelle Eigenständigkeit auch stets gegen ihre Nachbarn behaupten. Zeugnisse dieses Überlebenskampfes sind nicht nur im reichhaltigen Schrifttum der deutschen Siebenbürgens zu finden, sondern auch in der Ausgestaltung baulicher Bollwerke. Bollwerke, die erst jetzt, nach der Auswanderung ihrer Erbauer und Erhalter, dem Verfall preisgegeben sind. Kaum eine andere Region Europas wurde durch den Choral von Martin Luther, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, architektonisch so versinnbildlicht, wie die Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgens. Eins der großen Ziele hier war auch, die Stiftung Kirchenburgen bekannt zu machen, damit die Leute auch mal sehen, was diese Stiftung macht, weil wir wollen ja auch unser kulturelles Erbe, soweit es geht, erhalten. Ziel war, bei diesem Sachsentreffen auch ein paar Spenden einzusammeln, um genau dieser Stiftung ein bisschen unter die Arme zu greifen, damit sie den Startpunkt, den sie eigentlich schon hatte, nochmal ein bisschen erweitern kann und auf eine viel breitere Basis gestellt wird. Wir stehen jetzt auf der Lügenbrücke. Die Lügenbrücke ist angeblich eine der ältesten gusseisernen Brücken in Osteuropa. Und warum heißt sie Lügenbrücke? Es gibt verschiedene Legenden. Die beste sagt, die Brücke wird einstürzen, wenn der erste Mensch, der in seinem Leben noch nie gelogen hat, hier hinübergeht. Tja, deshalb, es gab noch nie einen Menschen, der noch nie gelogen hat. Das Haus hier links ist heute ein Museum. Früher war es eine Metzgerhalle. Und wenn Sie sich die Häuser angucken, sehen Sie, dass alle Häuser sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Galerien haben. Hier hatten alle Handwerker und die Leute ihre Läden früher. Heute sind es zwar keine Läden mehr, aber dafür Restaurants. Die Gebäude, die für diesen Platz am wichtigsten sind, ist natürlich einmal das Rathaus, das gelbe Haus, was Sie hier sehen. In dem großen Fenster, wo die Fahnen hängen, da hatte Klaus Johannes sein Büro und da sitzt auch heute unsere Bürgermeisterin Astrid Fodol, die auch tatsächlich zum Deutschen Forum gehört. Und somit ist es ziemlich unglaublich, dass eigentlich in einer Stadt, in der die deutsche Minderheit wirklich klein ist, wir seit insgesamt, glaube ich, jetzt schon 10 Jahren den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin stellen. Die Hartenecktürme sind Wehrtürme, die von den verschiedenen Zünften gebaut wurden und dann auch bewacht wurden. Deshalb haben die einzelnen Türme natürlich ihren eigenen Namen. Es gibt den Ledererturm, den Schmiedeturm und so weiter und so fort. Jede Zunft hatte hier in Hermannstadt ihren eigenen Wehrturm.
Die Stadtpfarrkirche in Hermannstadt ist ein beliebter Treffpunkt und bietet unter anderem einen schönen Ausblick auf die Umgebung der Region. Die evangelische Kirche ist traditionsgemäß die Kirche der Siebenbürger Sachsen und feiert dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Hier treffen sich heute Besucher aus aller Welt, um bei einer Kirchenführung Einblicke in die Vergangenheit zu bekommen. Die erste urkundliche Erwähnung Hermannstadts führt auf das Jahr 1191 zurück. Die Geschichte der Stadt und der Kirche sind aufs Engste miteinander verbunden. Im Hauptschiff der Kirche befinden sich mehrere aufwendige Epitaphien, darunter auch das von Samuel von Brukenthal und dem Sachsengraf Andreas Fleischer. Beim Rundgang erklärt Kirchenführer Ruben Demel, wie es dazu kommen konnte, dass ein Fürst aus der Walachei eine Gedenktafel in der Stadtpfarrkirche in Hermannstadt bekam. Selbst hier in Hermannstadt, in den Jahren des Exils des Fählers, ja, der war hier wirklich in Hermannstadt im Exil, konnte in der Walachei nicht leben, weil die Osmanen ihn platt machen wollten. Und deswegen ist er hierher geflüchtet. War mehrere Jahre hier, hat von hier aus seinen Widerstand aufgebaut, eine neue Armee formatiert, mehrere Kriege geführt und hat dann sein Reich zurückerobert. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, hier in Hermannstadt an den sogenannten Bojarenfehlungen durchzuführen. Das waren reiche Kaufleute. Ja, er wird das wahrscheinlich gemacht haben, weil es wohl Kriegsfinanzierungsprobleme gegeben hat. Ja, aber man muss sich das nur vorstellen, er war im Exil, er hatte kein Land und keine Macht mehr. Und er konnte es trotzdem hier tun. Der Großvater von Michael war Mitglied in einer deutschen Drachenbruderschaft. Aus diesem Grunde wird man ihn aus Deutsch ausgedrückt Vlad Drachen oder auf Rumänisch ausgedrückt Vlad Dracul nennen. Dracul, Dragon, Drache, ja? Alles lateinische Ursprung. Noch heute ist in der rumänischen Sprache auch Dracului der Teufel. Also, so versteht man, wie diese ganze Namensgebung, Dracula und so weiter gekommen ist. Und jetzt kommt er leider zu dem tragischen Ende der Geschichte. Erstmal hier hat man das orthodoxe Kreuz des Fürsten. Wie gesagt, er war orthodox, diese Sternenkonstellation und so weiter ist orthodox gehalten. Und dann hat man hier unten das Gesicht des Fürsten. Hier Stirn, Auge, Nase, Mund. So nach unten liegen, dargestellt. Und das drückte aus, dass er niedergemacht worden ist. Niedergemacht worden von wem? Die Antwort ist hier. Achten Sie mal hier. Was sehen Sie da? Wo? Nochmal. Ganz genau. Ja, bis heute noch auf der türkischen Flagge. Und alles geht. Jürgen aus Siebenbürgen gestaltete am Samstag mit seiner Musicband Amazonas Express mit musikalischen siebenbürgischen Geschichten den Sachs-Esch-Ovent. Ein Konzert, zu dem jung und alt, klein und groß herzlich zum Mitmachen eingeladen wurden. Ständig naust er mich, mit Gierchen dich am Zeich, der Aufgobernetz der Mond. O schlaufenden Gusen do, hängt der Norren so nicht nett, ob der Rief verbieten seht, hat die Riech mogen do des. Albi, nu dei Mami, nu Mami! Die Mami, der beste sie, die Mami, der beste sein do für mich. Verlies mich, du bist der Blech, ich bist ja dir, du nicht einzeln. Wir sind nach Hermannstadt in die Heimat unserer Eltern gekommen, um hier mit den Sachsen zu feiern. Die Leute waren wunderbar, so freundlich, die Gastfreundschaft war unglaublich, wir hatten wirklich eine wundervolle Zeit. Es ist ein tolles Gefühl, mit 12.000 Sachsen hier zu sein. So etwas wird wohl nie wieder vorkommen. Als wir mit so vielen Siebenbürgern unser Heimatlied sangen, liefen mir die Tränen, weil meine Eltern hier geboren wurden. Ich wurde in Amerika geboren, aber dies mit so vielen Sachsen zu erleben, ist ein Höhepunkt unseres Lebens. Die kulturellen Programme, ich glaube, es waren so um die 40 kulturellen Programme mit
verschiedenen Ausstellungen zu Siebenbürgen, zu Ausstellungen zur Reformation. Wir hatten die Liederthron dabei, wir haben Orgelkonzerte gehabt, wir sind gemeinsam in die Kirche gegangen, haben gemeinsam nochmal das Abendmahl in Hermannstadt gehabt. Und der absolute Höhepunkt, der dann auch so geplant war, war ein Singspiel in Freck, das ein bisschen die Emotionen nochmal ein bisschen angesprochen hat, aber wir wollten auch unbedingt Qualität liefern, wir wollten viele Leute dort haben und wir wollten auch diesen Garten mal zeigen, der ja so toll ist und den, wo ich sicher war, dass sehr viele Siebenbürger Sachsen den Bruckenthalischen Garten noch nie gesehen haben. Und das in ein gemeinsames Konzept zu verpacken mit dem Singspiel, Gartenbesuch, mit einem kulinarischen Essen, das war eigentlich so das Ziel, nochmals einen absoluten Höhepunkt zu bringen. Und ich glaube, dieses Ziel wurde auch erreicht. Ich habe immer nur davon gelesen und gehört und jetzt war ich natürlich neugierig einmal auf die Residenz, die ich irgendwann im Laufe des Lebens schon mal sehen wollte. Und dieses tolle Programm, das hier geboten wird, Theater, Musik, Singen, Lagerfeuer, mit so vielen Menschen, die gleichgesinnt sind und die fröhlich und glücklich sind, hier zu sein, das ist ein einmaliges Erlebnis, das lässt man sich doch nicht entgehen. Nach dem dreitägigen Programm mit Ausstellungen, Gottesdiensten, Stadtführungen, einer großen Trachtenparade, Kinderprogramm, Festreden und Ehrungen traf man sich zum krönenden Abschluss im Bruckenthal-Palais in Freck zum gemütlichen Beisammensein und der Aufführung des sächsischen Singspiels. Shuttlebusse fuhren im 30-Minuten-Takt von Hermannstadt nach Freck, dort wurden die Besucher mit Blasmusik willkommen geheißen. Vor der Kulisse des 1770 fertiggestellten Schlosses wird das Singspiel »Bem Brännchen« von Grete Lina Zultner aufgeführt. Junge Schauspieler aus ganz Deutschland mit sächsischen Wurzeln unter der Regie von Maria Schenker und Ute Backo nehmen die Zuschauer in die Liebesgeschichte junger, wie sie sich einmal in Siebenbürgen zugetragen hat, hinein. Ein länderübergreifender Projektchor unter der Leitung von Andrea Kulin begleitet die Handlung mit Volksliedern. Wellung wie der Harbesten unendlich. Aber mir, Hans. Und der Abel blieb stumm verbleiben. Und trank ohne ich ihn. Ich würde auf dich bei aus dem Elden Apfelbüm. Die es hier schon verbleiben steht. Von Apfelbüm beladen, mit Blätten wie so grillt. O flutterscher Amsel flächen, ein gut ich sedden entlied, wohn selbrig wulgen flächen, obend Himmel leicht, auch iwer dort stahl, wo se der Schwall für der Himmels ja flecht, wohn auf der Gost des Ovens, der Bursche noch Mädchen go, Tron will ich dich erwunden beim alten Apfelbaum. Tron will ich dich begrüßen, auch weil dir vielmals Sohn. Ich und dich nicht vergessen und dich am Herzen gedroht. War friedlich, als es war still. Branchen ich kun, ich kun, will ich mit dir Erde wall. Bau alle Mengen Glack, küng nur zu dir ich kun, nur dir küng ich erzählen, bau garen dort ich an hun. Ach, Branchen kennst du mir, der zers Geheimnis sein, auf die mich auch garen hört, der nicht am Herzen drein. Ich soll nicht noch nicht. Ich kann noch ohne Wasser hiemen gehen. Nicht denk.
Ich bin sie versehen nicht extra an Wasserkund. Dort habe ich auch erst Dance-Match-Checke kennen. Nee, wat baste drei Kun, wun im freien Terf. Na sech, wat ich dich noch ich sehr wohl. Sie? Na, dort vergnagen küste Hun. Bitte pass auf, Anni. Eins siegst du mich vor Vorhar, auch eins vor Zrackar. Als wir dann zu Ende gespielt hatten, da ist mir dann aufgefallen, so zum ersten Mal, dass es wirklich eine richtig, richtig krasse Geschichte war, die wir da gemacht haben, vor 4000 Leuten oder wie viele jetzt da waren. Und es war so ein gewaltiger Applaus einfach. Also die Leute sind aufgestanden und es war so Standing Ovation mäßig und das war echt, das war für mich der Höhepunkt in Hermannstadt. Für mich war das Sachsentreffen in Hermannstadt ganz, ganz besonders. Ich habe mich schon wirklich super lang darauf vorbereitet und sehr gefreut, vor allem, weil ich ja auch mitmachen konnte. In Hermannstadt auf dem großen Regen konnte ich am Samstag schon auf der Bühne stehen und mit dem Amazonas Express zwei Lieder aus dem Theater singen. Das Theater haben wir dann in Freck, in der Nähe von Hermannstadt, aufgeführt am Sonntagabend in diesem schönen Garten mit den ganzen Lichtern, dieser Kulisse, dem alten Palast. Und eben dieses Singspiel aufzuführen, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und war bei mir auch wirklich eine Herzensangelegenheit und hat für mich das Sachsentreffen zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Die erste angenehme und wirklich positive Überraschung war in Hermannstadt. Wir kamen an in einer Gruppe sächsisch sprechender Menschen und standen und unterhielten uns auf Sächsisch. Und da ging ein junger Mann vorbei und dreht sich um und sagt, wie schön es ist, hier in Hermannstadt nochmal Sächsisch zu hören. Und wir waren überrascht und haben gedacht, naja gut, sage ich, von wo kommen Sie aus Deutschland? Ich bin kein Deutscher, ich bin ein Rumäne. Ich habe das deutsche Gymnasium besucht, das Bruckenthal-Gymnasium, und daher spreche ich Deutsch. Ich dachte, es wäre ein Deutscher, weil er so dialektfrei und akzentfrei sprach. Und dann hat er gesagt, wir sind so glücklich, dass Sie wieder hier sind. Kommen Sie alle zurück und bleiben Sie hier. Es tut uns so gut, Sie fehlen uns. Und das aus, es war ein junger Mann, um die 40, aus den, das habe ich nicht erwartet. Das hat mich richtig beeindruckt. Dass er, das hat mir richtig Gänsehaut erzeugt, weil man hört das so oft nicht, den Gedanken, das Gedankengut eines jungen Menschen, der hier wohnt, eines Rumänen. Und da sieht man das Wohlwollen und das Zugetane, das Zugeneigte zu unserer Kultur. Das fand ich sehr schön. Das hat uns richtig einen Auftrieb gegeben am ersten Tag des Daseins. Nach dem Singspiel versammelte sich Jung und Alt am Lagerfeuer, wo zusammengesungen und musiziert wurde. Diejenigen, die eine längere Heimfahrt vor sich hatten, konnten im Garten der Sommerresidenz im Zelt oder Schlafsack übernachten. Drei unvergessliche Tage vergingen und weitere unvergessliche Tage standen noch bevor. Nachdem dann das Sachsentreffen in Hermannstadt vorbei war, sind wir am nächsten Morgen losgefahren mit den Autos nach Schönau. Knapp 2 Stunden, konnten dann noch durch die schönen Dörfer durchfahren und uns auch die kurz angucken. Und dann hier angekommen, wurden wir direkt ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Es waren schon viele Leute hier, es wurde viel mit Vorbereitungsaufgaben, wurde sich beschäftigt, weil das große Fest ja bald anstand. Von Anfang an wurde man direkt gut eingebunden, konnte mithelfen, mit dabei sein. Und hat sich direkt von Anfang an gefühlt, als würde man dazugehören und auch Schönauer sein. Nachdem ich natürlich mit Herz und Seele Schönauer bin und auch Kockeltaler bin, war es mir ganz wichtig, dass wir insbesondere mit unseren Nachbargemeinden Seiden, Bulkisch und Schönau gemeinsame Aktivitäten entwickeln. Und dabei hatten wir uns dann mit den Seidern Vorstand und mit dem Bulkischer Vorstand geeinigt, alle Ethnien, die früher hier zusammen gelebt haben, dass die in einem Kulturprogramm vorkommen. Und es war uns auch ganz wichtig, dass die Rumänen dabei sind, dass die Ungarn dabei sind und auch noch ganz wichtig, dass auch die Zigeuner dabei sind. Weil alle diese Ethnien haben früher hier auf kleinstem Raum zusammengelebt und wir wollten ein Fest, wo sie alle mit beteiligt sind. Guten Tag, ich heiße Ignadiana und wir sind nach Seiden gekommen, um bei dem Heimattreffen der Siebenbürger Sachsen mitzumachen.
Ein Fest dieser Art wurde das erste Mal in Seiden veranstaltet und es macht uns eine große Freude, dabei sein zu können. Take me home, country roads, country roads. Take me home to the place of your love, Transylvania, Mountain Mama. Take me home. Hans-Gärtner bedankt sich bei den Tanzgruppen und den Zuschauern, die zu dem Kulturabend nach Seiden gekommen sind. Dabei stellt er fest, dass mehr Besucher als erwartet zu dem Kockeltaler Treffen gekommen sind. Gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit, zu weiteren Veranstaltungen der kommenden Tage in Bulcash und Schönau einzuladen. Rumänen und Ungarn und Siebenbürger und Zigeuner zusammen und man hat alles jeden Mal erlebt und jeden Mal gesehen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also klar, bei der 700-Jahr-Feier vor 4 Jahren gab es auch schon so ein bisschen hier. Aber das, was in Seiden war, da war ich ja selber auch noch nie in einem anderen Dorf als Schönau. Und das war richtig cool. Mit dem Ausklang des Sachsentreffen im Brukenthalschen Sommersitz in Freck nahmen die meisten Gäste nur vorübergehend Abschied. Die Heimattreffen in den Dörfern und Städten Siebenbürgens haben gerade erst begonnen. Sie werden meistens durch einen Gottesdienst eingeleitet. Als ich 1994 hier die Betreuung der Gemeinde Großau übernahm, da wusste ich nicht, dass es so viele Jahre werden würden und dass ich immer wieder diese Kirche dann voll erleben darf. Manche Sonntage sind wir mal auch nur 5 oder 6 oder 7 oder auch noch weniger. Aber ich weiß, immer da, wo wir uns versammeln, da ist unser Herr Jesus dabei. Und er stärkt und tröstet. Er gibt Hoffnung und er gibt Zuversicht. Und wie viel mehr ist es, wenn wir so viele zusammenkommen?
und unter uns gemeinsam auch unter das Wort Gottes stellen. Wir haben ein schönes Sachsentreffen in Hermannstadt erleben dürfen. Es war wunderbar. Während in Großau Pfarrer Dietrich Galter predigt, finden weitere Gottesdienste in Siebenbürgen statt. Dabei und wurde gefragt, ob ich nicht auch mitsingen möchte mit der Lisa zusammen ein schönes Lied. Da haben wir uns dann noch schnell im Auto auf dem Weg von Hermannstadt nach Schönau das Lied von Guten Mächten von Dietrich Bonhoeffer rausgesucht, ein bisschen geübt und konnten dann auch so Teil des Gottesdienstes sein. Und ich muss sagen, es war auch eine wunderbare Erfahrung, weil die Kirche voll war. Es waren super viele Trachtenträger dabei in der wunderschönen Schönauer Tracht. Ich hatte dann auch meine eigene Tracht dann aus Abegen. Und da wieder mitzumachen, weil wieder so ein Teil davon zu sein und wieder was dazu beizutragen und zu den Schönauern dazu zu gehören. Und willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonnenglanz? Dann wollen wir des Vergangenen gedenken. Und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem. Liebe Landsleute, liebe Schönauer, die Hände gefaltet zum Gebet, auch diesmal schweren Schrittes an diesen Platz ich trete. Dieses Buch in meinen Händen liegt schwer, auch heute hier zu stehen berührt mich sehr. Doch seit dem letzten Treffen hier vor 4 Jahren, wir haben die traurige Nachricht damals alle erfahren, wurden von des Lebensstufen noch einige unserer Landsleute abgerufen. Wie hier zu Hause kann man sagen, zu Grabe wurden getragen. Darunter auch Anna und Wilhelm Mies, die Gott der Herr stellvertretend für uns Schönauer zurück hier ließ. Die gesamte Schönauer AOG, ich sage es hier ganz offen, war von dieser Nachricht schwer betroffen.
denn besonders Kirchenkuratorin Anna Mies in ihrer Position war für uns Schönor eine wichtige Person. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und solange es irgendwie ging eben, haben sie zum Wohle der Schönor Kirche ihr Bestes gegeben. Willonkel und Anatant wurden die beiden von den jüngeren Schönorn genannt. Seit je und je konnte man die beiden sehen, jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen. Und später, als nicht mehr so viele Schönor hier waren, wurden sie in die Nachbargemeinden zum Gottesdienst gefahren. Und die Anatant hat immer eine gute Figur gemacht in der Schönor Kirchentracht. Und sie sah bis zuletzt nach den Rechten und kannte sich gut aus hier auf dem Friedhof, der Burg und dem Pfarrhaus. Sogar die Burghüter hatten vor ihr Respekt, denn die Anatant hat alles entdeckt. Und genau durch diese Schicksale, liebe Schönor Landsleute, die ihr heute hier alle den Weg habt gefunden, sind wir auf ewig mit diesem Friedhof hier verbunden. Und so stehen wir bei unseren Heimatbesuchen oft hier und können es nicht fassen, wieder wegzuziehen und die geliebten Menschen hier zurückzulassen. Doch der liebe Gott hat es so gewollt, dass unser Zug nach Westen ist gerollt. Doch dabei dürfen wir nicht vergessen, ob in Schönau oder Deutschland, auch unsere Zeit auf Erden ist bemessen. Das Maß, ob groß oder ob klein, der Herr im Himmel stellt es ein. Ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, kein schöner Schicksal lässt uns kalt. Liebe heimgegangenen Landsleute, ob in schöner Deutschland, überall auf der Welt, im Namen eines Schönor rufe ich euch zu, schlafet wohl in ewiger Ruhe. Ihr werdet auch weiter nicht nur Namen sein, eingemeißelt in einem harten, kalten Stein. Mir ist es eine Ehre gewesen, dies heute hier vorzulesen. Liebe Schönor, es hat gelesen und gedichtet für euch diese Zeile. Euer schöner Landsmann, Daniel Theil. Ein weiterer Höhepunkt bei dem Kockeltalfest war der Balg im Bulkisch, wobei es für uns Schönauer viel wichtiger wie der Ball selbst war eigentlich das Wandern nach Bulkisch gemeinsam mit den Jugendlichen, wo 41 Personen daran teilgenommen haben und die meisten davon waren unsere Jugendlichen. Wir wollten ihnen mal zeigen, aber nicht nur ihnen, auch uns mal zeigen oder das nochmal erleben, wie das ist, mal zu Fuß über den Berg diese 5 Kilometer in der Abenddämmerung zu laufen. Und die Kümmelsuppe oben drauf. Spielet auf, ihr Musikanten, spielet auf ein schönes Lied. Für mich und für mein Liebchen, weil ich scheiden muss von ihr. Für mich und für mein Liebchen, der HOG-Vorsitzende aus Bulkesch, Horst Bernhard Schuster, begrüßt die singenden Schönauer und freut sich als Gastgeber auf das gemeinsame Kockentalerfest. Dabei erinnert er an alte Zeiten in der Vergangenheit und läutet dabei ein neues Zeitalter zwischen den beiden Nachbarortschaften ein. Das in Seiden war schön, in Bulkesch war es einmalig, das kann man sich beschreiben. 10 weitere Ortschaften standen in den kommenden Tagen im Rampenlicht der Haferlandwoche. Etwa 5000 Besucher erfreuten sich an einem vielfältigen Programm. Neben Konzerten in Kirchen, Theater, Film, Musik und Tanz standen in diesem Jahr sächsische und lokale kulinarische Spezialitäten im Vordergrund. Hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und Rumänien waren der Einladung der Initiatoren der Haferlandwoche gefolgt. Die größte Freude und Überraschung bereitete jedoch die Teilnahme von Staatspräsident Klaus Johannes und Dr. Bernd Fabricius, dem Präsidenten der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen.
Beide lobten die Wiederbelebung von Gemeinsamkeit und Tradition durch die Haferlandwoche. Während in Siebenbürgen 66 Ortschaften ihre Heimattreffen feierten, nutzten einige Eltern die Gelegenheit, mit ihren Kindern die alte Heimat zu erkunden. Burgen, Kirchen und Sehenswürdigkeiten, die auch zum Kulturerbe der Siebenbürger Sachsen gehören, standen an der Tagesordnung. Jannis und Laurin Stieger waren besonders daran interessiert, wie die Kirchenorgeln in Siebenbürgen klingen. Laurin Stieger, der wie auch sein Zwillingsbruder Jannis schon in jungen Jahren die Liebe zur Musik entdeckte, traut sich sogar an ein ungeübtes Stück aus dem Gesangsbuch, um den Klang der Orgel zu testen. In der Vergangenheit feierten die Siebenbürger Sachsen aufwendige Feste. Das bedeutendste Fest der Schönauer war das jährliche Rinnenfest. Im 19. Jahrhundert, als die Schönauer den Adelsbesitz abgekauft hatten, ging der Besitz der gesamten Felder an die Ortsbewohner über. Die Ortsbewohner waren daran interessiert, die Feldquellen zu erhalten. Deren Instandsetzung führte dann zu einem Brauch, der mit sehr viel Arbeit, aber auch Spaß verbunden war. Ursprünglich feierte man das Rinnenfest an Christi Himmelfahrt, später dann am Sonntag vor Pfingsten. 8 Quellen gab es auf dem Schönauer Hattert, bei denen jedes Jahr die Sickerbecken gereinigt und die Holzeinfassung der Rinne und die Abflussrohre erneuert wurden. Am Vortag fuhr von jedem Gastgeber eine Gruppe junger Burschen in den Wald und holten das Astwerk, während die Mädchen inzwischen Unmengen an Blumen sammelten. Während die Mädchen mit dem Binden der Blumengirlanden und Blumensträußchen begannen, fingen die heimgekehrten Jungs an, den Wagen, unter Aufsicht eines erfahrenen Erwachsenen, zu verkleiden. Die Vorbereitungen zum Rinnenfest mit dem Ausflug in den Wald, wo alle Jugendlichen und die Eltern mit 2 Traktoren rausgefahren sind, singend rausgefahren sind, um die Reiser zu holen, um die Äste zu holen, die wir nachher für das Schmücken des Wagens benutzt haben. Das war wieder mal eine ganz tolle Geschichte, auch für unsere Jugendlichen mit viel ungewohnter Arbeit verbunden, im Wald diese kleinen Äste erstmal zu schlagen. Teilweise hatte der eine oder der andere das erste Mal eine Axt in seinem Leben in der Hand. Hatte das nicht aus, sechste Stückchen auf. Hatte das nicht aus, sechste. Herrsch, kriegen am ersten Huhn. Wir sind gerade im Wald vor Schönau, oder hinter Schönau besser gesagt, und holen die Reise, also Blatt und Astwerk, um morgen den Rinnenwagen zu schmücken. Unser traditionelles Schönauer Fest, das beginnt morgen um 8 in der Früh oder vielleicht auch noch früher für manche. Werner, setz uns zum Tempo. Jetzt ist die Pause vorbei, die Jungs werden wieder in den Wald geschickt, die Motorsägen voraus, die Äxte voraus und ja, die Anweisungen kommen jetzt von den Leuten und ja, man merkt jetzt gerade, könnte sein, dass sie doch nicht so motiviert sind, aber mal schauen, es muss weitergehen. Wir brauchen ungefähr 100 Äste auf jedem Wagen, bis der voll ist und sind jetzt anscheinend so bei 70 Ästen. Und jetzt kommt nochmal die zweite Tour. Eine Stunde brauchen wir bestimmt noch. Und dann können wir wieder zurück ins Dorf fahren, beziehungsweise nochmal feiern danach.
Wir machen gerade die zweite Tour unserer Baumabholaktion. Hier sieht man gerade welche, die den sehr, sehr steilen Weg hier runterkommen müssen. Und bisher war es vergleichsweise, ich will nicht sagen einfach, aber es war einfacher. Und jetzt müssen wir, weil die Bäume, die wir brauchen, immer seltener werden, müssen wir immer wieder weiter hochkraxeln. Und das sieht man auch hier, da ist echt schwer, mit den Ästen wieder runterzukommen. Nach getaner Arbeit dann oben am höchsten Berg schön auszusitzen und auf das Dorf runterzuschauen, das sind dann wieder so ganz schöne Momente, die man eigentlich auch nicht vergisst. Und es sind nicht nur schöne Momente für die Älteren, sondern es waren schöne Momente für die jungen Leute. Einmal eine Müllerin, ein wunderschönes Weib. Sie wollte so gerne malen, das Geld wollte sie ersparen. Weil gerne Müller sein, wollt gerne Müller sein. Die ganzen Helfer, die uns hier geholfen haben, die morgen auch alle im Wagen mitfahren dürfen. Das ist die Belohnung hier auch mit dem Bier, die wir gerne gespendet haben an die Helfer. Es hat Spaß gemacht und wir hoffen, dass es dann morgen noch alles funktioniert. Bei der A schleicht sich ein Soldat von der Wahr. Warum denn? Ganz leise, ganz stille, wo in dem Zoo der Mühle ans Fenster schön's Röselein macht. Eine Frau, der Abschiedsreise, wo in dem Zoo Während die Burschen die Reiser aus dem Wald holten, backten die Mädels mit ihren Müttern ein traditionelles Hefeteiggebäck. Nach der schweren Arbeit im Wald schmeckten die frisch gebackenen Knaddeln besonders gut. Danach wurden die Reiser von den Anhängern noch abgeladen, bevor es dann reichlich Sachsenwein und siebenbürgische Spezialitäten zum Abendessen gab. Nach dem Sachsentreffen jetzt hier in Schönau noch den Rinnenwagen geschalten. Das ist nochmal eine zusätzliche Ehre, eine zusätzliche Bedeutung für mich und auch für die anderen hier. Und das ist nochmal was ganz anderes als der Aufmarsch. Das ist wirklich die Tradition von Schönau. Das ist Heimatgefühl. Dieses Jahr war ja besonders, weil wir zwei Rinnenwegen haben. Da musste natürlich auch die Organisation neu gestaltet werden. Zwei Trupps, jeweils zwei Frauentrupps, zwei jugendliche Trupps und zwei Männertrupps. Die Männer zum Schaffen, die Jugendlichen zum Zugucken und die Frauen zum Binden. Bei den Vorbereitungen zum Rennfest konnte ich dann auch mithelfen und wurde direkt eingespannt, mit den anderen Frauen und Mädchen die Blumen vorzubereiten, weil der Rennwagen muss ja auch schön aussehen und die ganzen frischen Blumen mussten noch gebunden werden für den Kranz. Dann stehen noch die Initialen des Rennvaters oben drüber. Die mussten natürlich auch noch schön gemacht werden. Dazu gab es dann die Vorlage des Bayern München Logos. Natürlich haben das dann die Leute gemacht, die sich damit gut auskennen und schon das schon mal gemacht haben. Und wir Neulinge haben dann einfach die Arbeit ein bisschen nebenbei gemacht, ein bisschen die Blumen vorbereitet, schon mal ein bisschen gestutzt. Aber so war das einfach eine tolle Teamaufgabe und man konnte dabei sich super unterhalten, ein paar Lieder singen, ein bisschen dazu beitragen, dass das Rinnenfest gelingt. Das ist jetzt der eine Rinnenwagen. Man sieht, der ist schon ziemlich in der Endphase von der Produktion. Also die Blätter sind schon alles dran, es ist oben flach geschoren, wie eine Hecke praktisch. Wir sind jetzt nach Schönau gekommen und hier mit der Blaskapelle. Und wenn man denkt, es ist so heiß heute und alle haben ihre Tracht an und tragen dazu bei, dieses Fest wirklich zu einer Sensation zu machen, dass wir mit Dankbarkeit wieder von hier weggehen dürfen.
Dieser Wagen ist jetzt für die jüngere Generation, die U20-Generation. Da sitzen dann alle drin, die auch hier zu sehen sind noch und wo jetzt schon im Weinkeller sind. Ein bisschen vorglühen fürs Rennfest. Und wie es schon aussieht, ist fast fertig. Jetzt müssen nur noch die Ochsen vorgespannt werden und die Pferde. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Ich möchte gerne wissen, junger Mann, mit was wird der Wagen gefahren? Mit Ochsen oder mit Pferden? Mit Ochsen natürlich, die haben die Kraft. Das ist auch schon früher, mit Ochsen hat man hier, da war noch nicht asphaltiert, ja. Das war halt früher so. Und die Pferde sind zum Schönstehen. Das sind prächtige Tiere, die sehen schön aus, die haben auch ein bisschen Kraft. Ich meine, auf den asphaltierten Straßen könnte man auch nur mit denen, aber die Ochsen, die sind dann das Kräftige, das Tier, das starke Tier, wie der Mann. Der Mann arbeitet und zieht und die Frau das Pferd elegant vorantragt. Also wir sind jetzt relativ am Ende von Aufbau, von der Vorbereitung, von den Rinnenwegen. Wir haben um 7, teilweise schon um 6.30 Uhr angefangen, die Wegen zu schmücken. Jetzt ist es bald 12 Uhr und es geht in die heiße Phase und es wird langsam. Die Müdigkeit kommt, aber ich hoffe, es wird alles gut und ich hoffe vor allem, dass die Löcher gestopft wurden, die Lücken, weil sonst werden meine Leute hinten im Wagen nass. Also mir persönlich ist schon vor einer Woche beim Sachsentreffen aufgefallen, wie viele Leute zum Beispiel aus Nicht-Deutschland kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es da so viele im Ausland gibt, vor allem Amerika zum Beispiel. Und auch wir hier beim Schönauer-Treffen erwarten zum Beispiel österreichische Gäste, dann sind auch die Nachbarorte sind eingeladen, Bulkisch und Seiden. Und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Nach dem anstrengenden Tag am Samstag haben wir uns natürlich eine kleine Erholungspause verdient. Und jetzt sind wir in dem schönen Schönau bei dem Rinnenfest. Und was wir bis jetzt gesehen haben, es ist sehr interessant. Die Wegen sind faszinierend. Und wir freuen uns schon auf den weiteren Verlauf des Tages. Also hier sieht man, es wird noch gerade die letzten Vorbereitungen getroffen. Es wird zu Ende geschmückt. Rot-Weiß, das sind auch Siebenbürger sächsische Farben. Neben den blau-weißen Farben, die Marco hat. Und hier sieht man noch die charakteristischen Trinkgefäße von früher für die Rinnen. Das ist ja das Rinnenfest. Hier hat man dann das Wasser reingefüllt und hat es dann ins Dorf gebracht. Weg auf sich haben genommen und so zahlreich zu unserem schönen Rinnenfest sind gekommen. Herzlich willkommen von nah und fern. Als unsere Gäste sehen wir euch heute gern. Es ist das dritte Rinnenfest haargenau, das wir feiern nach unserer Auswanderung hier in Schönau. Und heute feiern wir ein besonderes Fest, würde ich sagen, denn wir schmücken für euch heute zwei Rinnenwagen. Bevor wir mit dem Fest beginnen, lese ich euch ein paar Worte, wie sie geschrieben stehen, in der Schönauer Chronik über die Rinnen. 1918 ist es gewesen, so steht es in der Chronik zu lesen. Der Gemeinderat, der zu der Zeit hatte das Sagen, hat der Schönauer Bruderschaft aufgetragen, alle auf Feld und Flur befindlichen Quellen auszubauen, zu Wasser stellen, damit erfrischen kann sich hier bei der Feldarbeit Mensch und Tier.
mit Trinkwasser, das so wichtig war, auf dem Feld das ganze Jahr. Denn im Sommer bei solch tropischen Hitzen taten die Bauern bei der Arbeit richtig schwitzen. Sie konnten an den Wasserstellen ihre Krüge mit Wasser füllen, damit sie erfrischen und ihren Durst stillen. Aber damit das Wasser stets bleibt rein und klar, wurden von der Bruderschaft die Wasserkessel gereinigt einmal im Jahr. Die man dann mit dicken Bohlen und Erde zugedeckt, damit das Wasser nicht verdreckt. Und durch ein ungefähr 1 Meter langes Eisenrohr floss aus der Erde das Wasser hervor. Und weil man auf diese Art und Weise das Wasser aus dem Kessel tat gewinnen, nannte man diese Wasserstellen auf dem Schönor Hattert auch die Rinnen. Die Burschen schmückten die Rinnenwagen mit grünen Reisern aus dem Wald, die man dem Förster in Natur mit einem Eimer Wein hat bezahlt. Voller Stolz haben die Mädchen den Eingang in den Rinnenwagen mit einem Blumenkranz geschmückt. Nach dem Mittagessen gezogen von einem Ochsen- und Pferdegespann, fuhren die Rinnenwagen durch das Dorf da. Ich wünsche jetzt beiden Rinnenwagen eine gute Fahrt durchs Dorf mit den Worten, welchen jeder Hauswirt in meiner Zeit den Burschen im Rinnenwagen begrüßte, bevor ihnen der Wein überreicht hat. Liebe schöner Burschen, ich danke euch, dass ihr dieses Jahr die Brunnen auf unseren Feldern geputzt und gerichtet habt. Möge Gott geben, dass diese Quellen nie versiegen. Damit aus diesen Rinnen immer frisches Wasser fließt und unsere schönen Bauern sich damit erfrischen können. Zum Dank bekommt ihr auch von mir einen Krug Wein. Auf Gott! Ich wünsche euch noch ein schönes, gelungenes Rinnenfest. Gott erhält dich! Am Rinnentag zogen aufwendig mit Reiser, Buchen, Eichenästen und Blumenkränzen geschmückte Wegen durch das Dorf. Anfangs von den Nachbarschaften und der Schönauer Burschenschaft ausgerichtet, war es später Aufgabe von den konfirmierten und unverheirateten Jugendlichen, die Quellen und Rinnen immer am Sonntag vor Pfingsten instand zu setzen. Aus dem Inneren der Wegen erklangen die traditionellen Rinnenlieder. Bei jedem kurzen Halt erhielten die Burschen Wein von den Hauswirten als Belohnung für die Instandsetzung der Quellen, dazu auch reichlich Wasser. Es sollte symbolisch den Wunsch nach wasserreichen Quellen unterstreichen. Fünf Jahrzehnte Kommunismus und der große Exodus der Siebenbürger Sachsen in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem aber nach dem Sturz des rumänischen Diktators Ende 1989, haben das Land jenseits der Wälder seiner ehemals stärksten Kraft beraubt. Die Spuren der erbrachten wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen sind jedoch noch in zahlreichen Dörfern und Städten erkennbar und spürbar. Das Rinnenfest in Schönau unterstreicht den Zusammenhalt einer kulturellen Gemeinschaft und ist Zeugnis für Brauchtum und Feste, die die Herzen der Menschen in Siebenbürgen mit Freude füllten. Das Rinnenfest war auch in der Nachbarortschaft Bulkesch bekannt und beliebt. Es wurde auch dort bis Ende der 50er Jahre als ein besonderes Fest und Ereignis gefeiert. Ein Zeitzeuge aus Bulkesch erinnert sich auch heute noch an die unvergessliche Zeit von damals. Also seit ich Bulkesch kenne, seit meine Vater, meine Eltern haben das schon ausgeübt, und meine Brüder. Das mit vier Pferden? Mit vier Pferden war das. Und jetzt, in meiner Zeit war ich der Reiter auf zwei Pferden. Die Zusammensetzung passt nicht zusammen. Die Ochsen sind ganz schwer und langsam, die Pferde sind ein bisschen flotter, das ist halt so. Ich habe Hefeteiggebäck für das Rinnenfest gebacken. Es war einst der Brauch von früher. Denn ich wollte die Tradition für die Heimgekehrten erhalten, genauso wie es in der Vergangenheit war. Ja, es war unglaublich, hier wieder nochmal in Schönau zu sein und das Rinnenfest zu erleben. Ich denke, es hat alles wunderbar funktioniert. Die Leute waren glücklich, auch die rumänischen, die einheimischen Leute haben sich total gefreut. Auch jedes Mal, also es war jetzt das dritte Mal für mich und es war immer wieder ein Erlebnis, weil so viel Freude mit dabei ist bei den Leuten und die machen total mit, singen mit. Fahren Wolken im Müller sein. Na
nach Hause kam vom Regen, war er nass. Bei den ersten paar Liedern hatte ich so ein bisschen Bedenken, es war richtig schwierig, vorne zu sitzen und mit den Leuten im Hintergrund zu singen, weil die sitzen ja gegenüber und wir vorne sitzen nach vorne und hören die nicht richtig und die hören uns nicht richtig und da war es richtig schwierig zu koordinieren, wie man so singt, aber es wurde mit jedem Lied besser, vielleicht lag es auch im Alkohol, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall, wurde besser und besser und ich bin richtig stolz auf meine Leute im Wagen und es hat richtig viel Spaß gemacht mit ihnen. Zu den Liedern muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir einige Leute dabei haben, die nicht aus Schönau waren und diese Lieder vorher noch nicht kannten und die haben ihr Liedgut-Repertoire auf jeden Fall deutlich aufgebaut diese zwei Tage. Eine traurige Abschiedsreise, wohin denn zu der Weise, was ich euch erzählen jetzt will. Bald liegt ein Bach und er fließt, das Wasser, das Mühlrad begießt. Der Mühlrad hat ein Mahl, so rund und so schön wie ein Rahmen. Manche haben auch nur wirklich vielleicht einmal die Lieder davor kurz geübt und meistens war das um 2 Uhr nachts zum Beispiel, als wir aus Bulkisch zurückgelaufen sind, haben wir die Liedtexte noch ausgepackt, haben gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir ein paar Lieder üben? Dann kannten sie zwar die Melodien, die Texte konnten sie zwar ablesen, aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass sie es so gut hinbekommen haben. Das sind sehr eingängige Lieder auf jeden Fall. Das Highlight. Einer der Ochsen hatte ein bisschen Durchfall und hat ein paar Leute erwischt. Die Leute, die uns immer mit Wein versorgt und mit Essen versorgt haben, hat er öfter eine Schwanzpeitsche gegeben. Aber auch die gepfefferten Eimer von vorne waren auch ziemlich hart. Da wurden die Nasenlöcher von uns auch richtig geputzt. Das war für mich das erste Mal auf dem Rinnenwagen. Und ich muss sagen, wir haben, glaube ich, einen fast ganz hervorragenden Schönauer Cuvée produziert. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nun sehen wir nach dem Rinnfest, die Stimmung ist angeheitert. Und die Leute sind mal wieder drauf aus, ein paar Bilder zu machen, wie man sieht. Unter dem schönen Schmuck SK und MG für die zwei Rinnenväter lässt sich ein schönes Foto gewinnen. Und von dem her mal sehen, wie lange die Feier sich noch geht und wie fröhlich die Leute noch wären. Dieses Jahr war noch, ich denke, noch eine bombastischere Stimmung als die Jahre zuvor. Und der Wein, der ist geflossen und die Knaddeln haben dann noch besser geschmeckt. Und was will man sagen, wenn man sich ansieht, was wir gesammelt haben? Wir brauchten noch Kanister, so gut waren die Leute heute drauf. Also von dem her, ich bin top positiv überrascht und könnte es mir auch in ein paar Jahren wieder vorstellen. Ich fand es so schön heute Morgen, wie sich alle versammelt haben, um wirklich gemeinschaftlich etwas aufzubauen. Einmal die Frauen bei den Blumen, wie sie schön stundenlang Blumen gebunden und zusammengepflückt haben und die Männer dann mit den Reisern, die mit den Kettensägen schön in Form gebracht, sobald sie einmal gestanden sind. Und das war einfach schön. Irgendwann haben alle angefangen, Lieder zu singen. Und das war einfach eine Gemeinschaftsstimmung, zusammen an etwas zu arbeiten und das aufzubauen und danach auch dem Dorf zu präsentieren und Spaß zu haben, als eine Gemeinschaft. Als Hans Gärtner, Vorsitzender des HOG-Verbandes und der HOG Schönau zum ersten Mal über Pläne berichtete, ein großes Sachsentreffen in Hermannstadt zu organisieren, war für den Vorstand der HOG Schönau klar, dass auch in Schönau wieder ein Heimattreffen mit dem beliebten Rinnenfest stattfinden muss. 211 Schönauer, darunter 36 Jugendliche und 11 Kinder, feierten ein gelungenes Heimattreffen. Durch die freundschaftliche Integration der Gäste, Nachbarortschaften, Einheimischen und Schönauer sorgte dafür, dass jeder Teil des Rinnenfestes werden konnte. Für mich war es etwas seltsam, weil ich sowas im Allgemeinen nicht gewohnt bin. Die Trachten und die Zusammenarbeit sowie die Wagen, die von Ochsen gezogen werden. Der Wein und das Wasserwerfen waren eine sehr surreale Erfahrung, aber es hat viel Spaß gemacht, ein Teil davon zu sein. Besonders jemanden hier zu haben, um dies zu tun, ist eine wirklich wundervolle Erfahrung, die ich für nichts auf der Welt eintauschen würde.
wouldn't take it back for anything in the world. Da ist im Wagen drin und man sitzt drin und von vorne kommt der Wein, von oben kommt das Wasser. Man ist nass und trinkt dabei noch Wein, mal gut, mal schlecht. Und es kommt darauf an, welchen man erwischt. Aber es macht super Spaß. Die Leute sind super, man singt zusammen Lieder. Es ist sehr traditionell. Die Auswanderung der deutschen Bevölkerung nach der Wende läutete auch in Schönau das Ende der deutschsprachigen Schule ein. Sobald man die Schule betritt, werden Erinnerungen wach und man wird schnell in die frühere Zeit der Jugend zurückversetzt. Vieles hat sich im Laufe der Jahre auch hier verändert, dennoch bleibt die Schule in Schönau jedem ehemaligen Schüler als ein besonderer Ort in Erinnerung. Das traditionelle Sachsentreffen in Siebenbürgen wurde in Zusammenarbeit von mehreren siebenbürgisch-sächsischen Vereinen und Institutionen ausgetragen. Das Treffen stand unter dem aussagekräftigen Motto »In der Welt zu Hause in Siebenbürgen daheim«. Dieses Motto spiegelt die Situation der Siebenbürger Sachsen nach dem Zweiten Weltkrieg wider. Es ist ihnen immer schon gelungen, alte Traditionen mit Leben zu füllen und die deutsche Kultur und Sprache zu pflegen und zu erhalten. Die Siebenbürger Sachsen haben sich auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch die Verfolgung der deutschen Minderheiten geprägt war, nicht davon abbringen lassen, sich zu ihren deutschen Wurzeln zu bekennen und diese weiter zu pflegen. Mit einem Besuch in Siebenbürgen leisten sie alle einen Beitrag zur Völkerverständigung. Besonders diejenigen, die ihre alte Heimat verlassen haben und jetzt in Deutschland oder an anderen Orten in der ganzen Welt ein neues Zuhause gefunden haben, sie alle tragen mit ihrer Anwesenheit in der alten Heimat zur Aussöhnung zwischen Deutschland und Rumänien und zur deutsch-rumänischen Freundschaft bei. Abends bei dem Ball sind dann sehr viele rumänische Bürger dazugekommen. Die Kirchgasse war voll und die Leute haben sich ganz wohl gefühlt. Man konnte merken, ey, das ist ganz, ganz was Tolles. Und Sachsen und Rumänen haben sich unterhalten, wie sie es eigentlich selten vorher gemacht haben. Die Tanzfläche war immer voll. Es wurden natürlich siebenbürgische Lieder gespielt, deutsche Lieder, aber es wurden auch rumänische Lieder gespielt, wobei es sehr schön zu beobachten war, dass die Rumänen und insbesondere die rumänischen Jugendlichen bei den siebenbürgischen Liedern mitgetanzt haben und die Sachsen haben bei den rumänischen Liedern mitgetanzt. Es war also eine ganz, ganz tolle, einmalige Atmosphäre in der Kirchgasse in Schönau. Für mich hat sich das Sachsentreffen in Hermannstadt zu 100.000% gelohnt. Ich bin unglaublich froh, dass ich da war, dass ich mich schon früh entschieden habe, hinzukommen und dabei zu sein, weil ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass die junge Generation diese Tradition weiterführt, sie aufrechterhält, ausbaut und auch so immer weiterträgt, weil wenn wir es nicht tun, dann wird sie früher oder später aussterben. Wie kann man das irgendwie behalten und wie kann man das vor allem nochmal machen? Ich meine, ich habe ja alles mitbekommen. Es wurde ja alles bei uns zu Hause am Küchentisch, gab es kein anderes Thema mehr als Siebenbürgen für das letzte halbe Jahr oder das ganze Jahr wahrscheinlich. Weil der Marco ja eben auch Rinnenvater war und der Papa das alles so organisiert hat und immer den Überblick hatte und es wurde immer wieder darüber geredet und es war so viel Arbeit und jetzt bin ich wieder so drin und jetzt habe ich das wieder erlebt, weil ich habe mir gedacht, oh Gott, das wird so ein Stress auch für meine Eltern. Aber jetzt habe ich das erlebt und jetzt bin ich wieder so, das kann man eigentlich nicht mehr machen. Also man muss schon irgendwie, muss man schauen, dass man das nochmal macht, dass man das irgendwie nochmal kreieren kann. Ich weiß nicht, wer das machen wird. Ich weiß nicht, ob wir das, ob unsere Generation, vor allem, ich kenne ja jetzt ganz viele andere Dörfer, Leute aus anderen Dörfern, die ich so gerne mit dabei haben würde, damit die das erleben.
und denen ich allen sagen würde, kommt, wir machen das zusammen und wir haben ja auch noch viele Schönauer, die das auf jeden Fall mitmachen würden. Selbst wenn man vielleicht nicht im Trachtenumzug mitgelaufen ist oder Teil eines Kulturprogramms oder Punkts war, einfach dadurch, dass man da war, dass man sein Interesse zeigt, dass man auch erlebt, wie viel Spaß es macht, dass man Freunde findet aus ganz Deutschland und darüber hinaus, dass man Erfahrungen austauscht und einfach direkt mit den Leuten auf einer Ebene ist, weil man hat diesen gemeinsamen Hintergrund, man hat diese gemeinsamen Erfahrungen, die man schon zu Hause gemacht hat, wenn man da die Kultur pflegt, das ist einfach unglaublich viel wert und ich gehe mit ganz, ganz vielen neuen Erfahrungen, Eindrücken und auch mit ein bisschen Heimweh nach Siebenbürgen nach Hause und hoffe natürlich, den Kontakt mit den ganzen neuen Freunden aufrechtzuerhalten. Man muss eigentlich weitermachen, wenn man das jetzt mal erlebt hat, wenn man das gefühlt hat, und davon gehe ich aus, dass jeder ungefähr so gefühlt hat wie ich die letzten 8 Tage, 9 Tage oder wie viele es waren, dann würde, glaube ich, mir jeder zustimmen, dass wir das auf jeden Fall wiederholen müssen.